So, rein in den Aal, würde ich sagen. Mit einer neuen Folge Twitch Clips Germany. Und ich bin gespannt. Wie gesagt, sagt wieder Bescheid, wenn es zu laut oder zu leise ist. Wahrscheinlich ist es zu laut. Gucken wir mal. Es gibt nur eins, was mehr Spaß macht als der Höllenschlund hier. Das ist Twitch Clips Germany. Viel Spaß. Sag mal, bist du mit mir verwandt? Hat sich gerade so angehört. Kann mich aber auch irren. Ja, hallo! Ich bin gleich wieder da. Du bist aus dem Pott ausgestiegen und war gleich. Was ist denn jetzt? Hallo? 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 Ja, hallo? Nick, hallo? Wieder eine Runde. Hey, habt ihr den neuen? Der Blick war schön so. Was ist gerade passiert? Mr. Blackwater Water zerdrückt energisch Brokkoli. So schlimm war meine Stimme jetzt doch wohl nicht. Ich weiß ja gar nicht, was du meinst. Harry Potter schon gesehen? Oder ist der schon draußen? Der neue Harry Potter. Da gibt's da mit Gandalf da die Vorschau. Gandalf? Ich mit Gandalf auch Also, jetzt ein Angebot von mir zu dir. Wenn du Zeit hast, so mal einen Tag von 0 Uhr bis 24 Uhr, dann nehme ich gerne alle 7 Harry Potter Teile mit dir gemeinsam. Also machen wir einen Harry Potter Marathon, ist kein Problem. Zusätzlich treffen wir uns dann am nächsten Tag und machen dann noch eine Buchbesprechung von allen Teilen. Da möchte ich aber dann ein bisschen Vorbereitung haben. Einen Monat hast du Zeit, das zu lesen und dann überlegen wir uns nochmal, was wir sagen, ja? Wie kann er das tun? Harry Potter und Herr der Ringe durcheinander werfen? Skandal! Nein, 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 nein. Oder dass der Trappy Boy dich nicht gefunden hat. Ich bin schon in eine Falle gelaufen. In zwei. Das fühle ich so sehr. Das fühle ich so sehr. Das ist so, geht's mir auch. Aber im Übrigen habe ich mich, glaube ich, gestern. Eventuell werden wir demnächst die Don't Die Challenge spielen. Habt ihr Bock? Die kleinen Axolotl, die Armen. Ja, das ist eine total süße Streamerin. Kann ich auch nur empfehlen. Richtig, richtig lieb. Seine Brutalität. Ich werde jetzt die Fliege töten. Die Fliege. Habt ihr es gesehen? Habt ihr es gesehen? Die Maus im Nase. Ey! Ey, das gibt's doch nicht! Okay, das musst du auch schaffen. Aber er hat sie nicht getötet. Ich hätte mit einer Fliegenklatte gerechnet. Die so. Ach, schön. Oder ist auf seinen Königspäßen Kartoffelbrei. Ja, so in etwa Farmzücke. Ich glaube, wir machen den Harry Potter Kurs auch nochmal zusammen. Ich schicke dir vorher alle Bücher. Ja, nicht so perfekt, aber. Oh nein! Das sollte nicht so passieren. Oh Gott, hör mal. Das arme Pfefferkuchenhaus. Ich hoffe, er konnte das reparieren mit genügend Zitronenzuckermasse. Das ist sad. Das ist richtig, richtig sad. Wo bin ich denn jetzt? Ach, hier wieder. Nee, nee, Jen, komm, du machst das dich schön. Nicht, dich nicht. Du machst das nein, schön nochmal. Es ist nicht dein Scheiß! Du wirst doch irgendwie nicht abkühlen. Ich fühle diesen Hass. Golfit ist wirklich Hass. Du hast immer jemanden dabei, dass wenn du kurz vorm Ziel bist, der dich wegknallt. Da kommt der innere Hass, da kommt die Abneigung, da kommt alles mit einmal hoch. Unmöglich. Nein, nein, nein. Und über mir und um mir und sonst wo waren irgendwo welche. Und dann höre ich, wie sich der Partner bewegt. Jetzt ist er unten. Und jetzt auf der anderen Seite, er belebt seinen Kumpel wieder, den ich gerade eben erschossen habe. Und er hat ihn wieder belebt und ich habe sie alle beide erwischt. Dafür braucht man übrigens gute Kopfhörer, um sowas zu hören. Kann ich nur empfehlen. Kopfhörer machen da einiges aus, damit du auch sowas dann mitkriegst. Das merkst du halt auch zum Beispiel bei Dead by Daylight, ob du einen Killer hast mit Kopfhörern oder nicht. Oder ob du vielleicht eine Bar so hast mit umgedrehten Kopfhörern. Wenn links, rechts vertauscht, ist das auch ziemlich fies. Mein Kriegspaket ist da. Liegt natürlich auch. Au, au, au! Hab ich dich erschrocken, Digga!
dachte, du hast dich erschrocken und hast gesehen, dass ich das bin. Oh, schön, das sind die Reflexe. Die habe ich auch, wenn ich mich erschrecke. Ich schieße auf alles, was sich bewegt. Mit Glück treffe ich auch. Das war früher mein Problem bei Counter-Strike. Die sahen alle gleich aus. Ich habe auf alles geschossen, meistens meine eigenen Leute. Sehr ungünstig. Leon, hallo, einen wunderschönen guten Abend. Hexana, hallöchen, einen wunderschönen. Ja, ups, nichts passiert, bitte gingen sie weiter, so auf die Art und Weise. Fühle ich. Eisfrei. Wie gesagt, normalerweise muss der... Trailer verloren. Oh, shit. Scheiße. Und links hat man's gesehen. Der hat sich richtig verhakt, ich gehe nochmal kurz zurück. Ja, unten links sieht das. Trailer verloren. Und ab. Trailer verloren. Scheiße. Oh, wie kann das denn passieren? Eieiei. Ah, jetzt perfekt. Jetzt. Und jetzt. Let's go. Ups. Oh, Entschuldigung, das war die Nase. Nein! Nee. Auge. Nein! Nicht noch. Ach, oh, so viel weiter. Pop a fresh one on. Oh, sorry. Aber immer nochmal einmal rein. Nur mal rein. Oh, schön. Küss mich, Stengelbert. Küss mich mit vollen Lippen. Jetzt, Stengelbert. Küss mich. Mehreren Sachen, Liebe. Was ist mit dir los? Gib mir deine Sahne. Ich hoffe, er hat mit Kinderpinguin gesprochen. Das ist ja anders wild. Oh Gott. Nein. Oh, König der Löwen. Davon gibt's ein Spiel? Das ist ein altes, oder? Er hat ihn getötet. Er hat ihn eiskalt getötet. Ich weiß nicht, wie es sein würde, wenn er Super Mario spielen würde. Er würde wahrscheinlich auch viele Yoshis töten. Wäre ich mir ziemlich sicher. Brutal. Fischkopf. Wirklich einfach brutal. Davon gibt es sogar mehrere Spiele. Das ist ein altes und bockschwer. König der Löwen war auf dem SNES und sauschwer. Schwerer als Super Mario 64? Ich frag einen Freund. Das Spiel ist ein Kindheitstrauma. Oh Gott! Eiskalt, ich hab das Gegenteil. Stimmt, Truman, zu warm. Oh Gott. Eins der Spiele, was nicht ganz Tosco-Form ist, wenn du stirbst. Wieso das denn nicht? Was passiert denn dort im Tod? Dankeschön für den Follow. Was passiert denn da? Ungefähr Dark Souls gleich. Ernsthaft? Ich möchte das spielen. Wenn das so ist, möchte ich das spielen. Als Herausforderung. Wie kann ich das spielen? Rüben. Spekulatius sagt, du bist wie eine Regenwolke. Wenn du dich jetzt verziehst, könnte der Tag doch noch schön werden. Och, wie fies. Wie fies ist das denn? Und warum spielt er Farming Simulator 2022? Wir haben nur noch 2021. Ich bin verwirrt. Oh nein! Das ist echt fies. Also wenn es als Spaß verstanden wird, ist okay, wenn man denjenigen kennt. Aber ich möchte halt immer noch mitgeben. So manchmal, gerade wenn man eine kleine Community hat, ist sowas auch schon sehr... Wenn man das noch nicht einschätzen kann oder sonst wieder noch keinen Beistand hat, ist es halt oft, kann das auch sehr verletzend sein. Geht. Emotes retten Leben. In der Hinsicht. Packt ein Emote hinter. Kommt immer besser. Am 25. habe ich leider schon was vor. Da gehe ich schick essen auf den Geburtstag meines Vaters. Nein. Hier ist Anwesenheitspflicht. Aber, du kannst mit deinem Vater zusammen gucken. Das ist erlaubt. Das würde gehen. Es wäre ja auch ein Geschenk für ihn, diesen Stream zu sehen. Der Vater würde sich bestimmt freuen, Gronkh. Reed Lortham, hallo, einen wunderschönen. Und Lady Joker sagt, das König der Löwen-Spiel gibt es mittlerweile für die Switch. Okay. Ich guck mal. Ich muss aufhören zu lachen bei sowas. Ich muss das trockener rüberbringen. Ich hoffe, ihr seid alle am Freitag da. Ich zähle nach. Mal beißen, Brudi? Nein, danke. Nicht, wirklich nicht? Nein, danke. Ist das ein Stück Butter? Nicht mal ein kleines bisschen? Nein. Nicht mal dran nippeln? Nein. Gar nicht? Was Nein. ist das? Nicht? Nein. Nada? Nein. Null? Nein. Wirklich nicht? Ja. Echt? Nein. Okay. Aber er hat irgendwann aufgehört. Das ist gut. Ach Gott.
Anwesenheitspflicht, aber wenn du 2 Wochen vorher den Passagierschein A38 vorbringst, können wir darüber reden, dass man weggehen darf. Ja, genau. Freitag streamst du? Ja. Diesen Freitag sehen wir uns um 12 Uhr und am Samstag dann um 10 Uhr zum Sabaton. Mieze! Was war das? Snake. Also ich bin Freitag nicht da, ich bin verabredet. Hast du deinen Mutti-Zettel ab eingereicht bei mir? Ich glaube nicht, oder? Gibt Ärger. Kuschikatze, hallo, ich bin schön. Verräterische Schwert. Items? Ja. Was bist du? Extrem fein, gut aussehend, fast Multimillionär, wenn man es ganz doll aufrundet und... Man sollte nie vergessen, Besitzer von 2 Sandwich-Toastmakern, wovon einer kaputt ist, obwohl der neuer ist. Oh mein Gott! Ich liebe ihn! Ich liebe ihn dafür! Der könnte mir damit alles verkaufen! Oh mein Gott! Wie viele kamen schon in die Notaufnahme wegen irgendwelcher Objekte im After? Och, Leute, ich hatte schon alles im Arsch. Also nicht ich, aber... Also... Scheiße. Du hattest schon alles im Arsch. Nein! Nein! Ich sollte ganz genau überlegen, wie man die Sachen ausdrückt, aber ja. Oh, ist schön. Ja, aber man muss auch alle Löcher stoppen, wenn man Löcher... Also im Shit. Nein. Oh mein Gott. Ich passt zum Clip davor. Passt zum Clip davor. Ach Gott. Ja? Alles klar. Was bin ich? Es ist das neue Versteckenspielen. Das gefällt mir. Das finde ich gut. Das neue GTA-Modell. Ja, ja, ja. Das ist sehr praktisch. Definitiv. Oh, da! Ist er das? Oh! Ja, das ist er. Müssen wir jetzt laufen? Nee, nee. Musst du nicht. Also du kannst jetzt theoretisch... Ein Foto machen. Oh. Okay. Okay, okay. Das Spiel spiele ich nicht. Aber vielleicht Stern. Solo. Total dumm einfach. So, Oh mein Gott! Geh weg! Bist du wahnsinnig? Kann ich nicht über den Zaun klettern oder so? Oh mein Gott, Alter! Es ist schön, wenn man doch Familie und Freunde oder Partner hat, die einen unterstützen in dem, was man tut. Nicht? Ja. Ja. OTCG, OTCG, du hast die beste Energy. Du klebst nicht nur zur Sommerzeit, nein, auch im Winter, wenn es schneit. OTCG, OTCG, vor dir geht ganz Twitch auf die Knie. Mein Gott, wie süß. Die Augen, ich glaube, das sind Kontaktlinsen. Ich habe aber auch erst überlegt. Ich würde aber wetten, das sind Kontaktlinsen. Ich höre lieber glückliche Musik von Menschen, die happy sind. Das Leben ist schon traurig. Ja! Ja. Wieso machst du das immer wieder? Ich hätte es ihr fast abgenommen. Ich hätte es ihr fast abgenommen. Ich teleport mich mal dahin, ja, in dieses Haus. Ja, mach das. Oder? Dorf. Ich bin im Haus, Alter. Ich bin im Haus. No joke. Hallo, stimmt. Stefan, ich bin im Dach. Oh, der kommt nicht mehr raus. Ich stecke im Dach fest, Alter. So. Oh, lol. Das ist scheiße. Dann warten wir jetzt auf deinen nächsten Teleport. Das ist auch schön. Oh Gott. Weil es lustig ist. Ja, weil es geht. Ja, Farmzüge und NRE, versteht euch schon. Mods unter sich. Ist okay. Ist okay. Hidden. Vielen lieben Dank. Hidden hat mir...
Hinden hat mir einen Ständer zu Weihnachten geschenkt. Das habe ich mir schon immer gewünscht. Dankeschön. Meint bestimmt einen Mikrofonständer, nicht das, was ihr gerade denkt, ihr kleinen Schlingel. Mikrofonständer. So, weiter geht's. Wie cool. Ich will die Tasse. Ich kann gut mit Mimik jetzt spielen. Wie macht denn der ein Dings? Oh Gott. Das ist super cute. Ich bewundere jeden, der sich so schminken kann. Ich finde das riesen geil. Das ist halt allgemein, wer so ein Talent hat, sich auch so zu schminken. Das ist, ich glaube, Lizzie könnte das auch super gut. Die hat auch dafür ein Talent. Die bräuchte wahrscheinlich nur die entsprechenden Farben, dann würde sie sich da auch so riesig austoben. Das, für Lizzie wäre das auch was. Oh, die findet das mega. Ja, oder? Oh, ich kenne das. Das ist schlimm. Wenn man die 2.00 haben will. Und man kriegt alles drumherum. Das ist... Da stirbt halt innerlich was in mir. Das fühle ich sehr. Hm? Ich glaube, das fühlen ganz, 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 ganz viele. Das ist... Ach Gott. Quatsch zu schicken. Ach so, stimmt, das hatte ich ja schon. Danke dafür, ey, du Kacknase. Dein Dr. Raoul! Alter, Dr. Raoul, Alter, was ist denn das hier für eine Schrift? Einräumen! PS, die Heizdecke schicke ich dir nach, auf Freitag. Du hast dich auf Freitag geschrieben! Du widerst mich an, du... Mich vom Alter. Ist so gut. Ich glaube, Luna ist die einzige Streamerin, die eigentlich zum Beispiel Mikrofonständer sagen will, aber bevor sie es ausspricht, sich selbst korrigiert auf die zweideutige Variante. Ja, wahrscheinlich. Harry, hallo, ich habe einen wunderschönen guten Abend. Na gut, ich frage jetzt nicht, ob du Tiere magst, weil das macht jetzt irgendwie keinen Sinn, aber... Man kann sich mal etwas zeigen, wenn du dich sicher ja. Ja. Kleine Frage, was hältst du von Vögeln? Also nicht da, das klingt so scheiße. Ja, das war gerade echt gute Frage, ja. Das war nicht einmal Absicht, es tut mir leid, das war wirklich nicht Absicht. Würde ich jetzt auch sagen, an ihrer Stelle, aber dein Outfit sah sehr gut aus. Ich glaube, es ging nicht mehr. Ich wollte nicht drauf eingehen. Dass wenn man Land eine Wohnung kauft, dass man auch eine Aufenthaltsgenehmigung kriegt. Oh nein! Oh, 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 oh. Ich glaube, der Fisch ist weg. Kriegst du sie noch? Warte, vielleicht mit meiner. Warte, vielleicht krieg ich sie. Oder nimm den Kescher. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Warte, ich hol mal ein. Oh, shit. Das ist dumm gelaufen. Ja. Das kann man mal so sagen. Wenn der Fisch mit deiner Rute abhaut, er ist schon schwierig. Ja. Er ruft jetzt eher. Jonathan Apelt. Hallo, Jonathan. Ah, hallo. Wir machen gerade einen Joker. Ich sehe es doch. Welches kuriose Ereignis geschah Markus Winkelhock im Jahr 2007 bei seinen ersten und einzigen Formel-1-Rennen? A. Er startete als 22. und übernahm direkt zu Rennenbeginn für mehrere Runden die Führung. B. Er verschlief den Start im Teambus. C. Er brach das Rennen nach wenigen Runden ab, da er in diesem Moment Vater wurde. D. Er konnte nicht in den vierten Gang schalten, da dieser versehentlich den Rückwärtsgang aktivierte. Hi Duke, hallo, einen wunderschönen. Harry, guten Hunger. Leon 2.0 sagt A. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Es ist A und das wusste ich schon, weil ich das kenne, also das Ereignis. So besagt C, A. Er startete als 22. übernahm direkt zu Rennenbeginn für mehrere Runden die Führung. Wie hat er das denn hinbekommen? Cerbus sagt auch A. Fridge sagt C. B. A.
Ich glaube, es sind mehr Leute für A, definitiv. Natürlich E. Ja, Kuschelkatze, bin ich voll bei dir. A. Aber richtig. Okay, weil als einziger mit Regenreifen gestartet ist. Oh, sogar mit Erklärung. Sehr gut. Es war Regen in der Einführungsrunde. Cool, cool, cool. Ich tippe B, 3 Uni, 3 Uni, definitiv immer die richtige Antwort. Okay. Oh, Dalu macht in der Mitte alleine mit Zeta. Der braucht nicht mal einen Partner. Theo und ich sitzen gerade in der Quizshow und wir haben ein kleines Problem. Hey, Bram. Okay, ja. Ja, ich wollte... Ja, wir dachten, es gibt ja niemand besseren im Formel 1 Wissen. Formel 1? Ja. Das kann man essen, ja. Top-Schauspieler einfach. Das ist halt auch so Bram. Bram. Und dieser sexy Mensch darf das als einziger. Ach, Jemine. Wie ist jetzt mal aus den Lurk raus? Finde dich mega sympathisch und du bist eine tolle Person, dass du Olli nimmst. No. Dankeschön. Alles gut? Eine Person? Achso, Szene. Ich bin seit über 100 Jahren mache ich das professionell. Ich hab mich schon gewundert. Oh, wie schön. Mama hat gesagt, ist eh zu viel Gemüse, nur ein bisschen raustun. Wenn du das bei Google suchst, wirst du vegan. Schmeckt nicht? Oh, was hat sie getrunken? The Beast, dankeschön für das Cat Creature, dankeschön für das Abo als The Beast. Diese Situation, die sie dort hat, die kenne ich. Ein paar Jahre her, ich war zu dem Zeitpunkt dann noch naturblond und hatte einen Pony und Oma und Opa lebten noch, geschah es, dass Oma und Opa haben halt immer Gans mitgebracht und haben halt auch Apfelmus selbst gemacht und Co. Die hatten halt einen Apfelbaum und waren halt in Berlin zu Weihnachten. Und Apfelmus haben wir halt immer in kleine Schüsseln abgefüllt, vorher in den Kühlschrank dann gestellt. Also wenn halt nur noch irgendwie so ein Restchen da war oder sonstiges. Und ja, Mai. Ich wollte halt dann irgendwie vor, nach Weihnachten irgendwie so in den Zeitraum war es, da wollte ich halt das Schälchen Apfelmus noch essen, was da war. So, ja, ist da, ja, im Kühlschrank. Wir sitzen halt alle beim Abendbrot. Geh zum Kühlschrank, nehme mein Schälchen, wie ich halt bin. Zucker, Zimt, alles drauf. Mache ich halt schon vorher, weiß ich, wie viel ich brauche. Pasch, koste mir einen Teelöffel. Schmeckt irgendwie nicht. Nee, schmeckt irgendwie nicht. Papa so, ach was, hast du viel Zimt dran gemacht? So ein Quatsch. Probier nochmal. Nee, schmeckt nicht. Papa so, ach, hab dich nicht so, mein Kind. Jo, geb ich ihm das, nimmt er seinen Esslöffel, nimmt, isst, rennt zum Klo, übergibt sich. War es Gänsefett. Sah fast so aus wie Apfelmus. Ja, ich fühle mit. Das war, ne, dagegen ist Pinselwasser gut, Purpurprinzessin. Das Pinselwasser ist dagegen gut. So, hier möchte ich dann nur sagen. So, hi, da aus. So. Oh. Okay. Entschuldigung. Entschuldigt. Oh, das war so schön. Der Stuhl war schon älter, bestimmt. So, wo waren jetzt die coolen UMP? War die bei... Da. Die haben bei PUBG mittlerweile solche Waffen. Geil. Es gibt es doch nicht, Alter. Er hat sie gezogen. Ey, so ein Glück musst du haben. Ernsthaft. Unverschämt. Einfach unverschämt. Oh, guck mal. Das ist mein Rahmen. Mein Bildschirm, also mein Kamerarahmen. Bloß unten links. Schlotzi. Ja.
Welche Cappy-Farbe habe ich denn heute auf? Welches Cappy trage ich denn gerade? Du trägst das schwarze Cappy. Nee. Es ist fies, es ist so, als wenn ich Olli fragen würde, so, was habe ich denn heute an? Okay, mit Jogginghose und schwarzen Oberteil würde er ganz gut liegen, immer aber trotzdem. Ah, schön. Ich glaube, wir kommen ja auch gut durch, ohne zu sterben, ne? Ne, das schaffen wir. Ja. War von Erfolg gekrönt, die ganze Sache. Bombe. Das habe ich auch ganz oft zu meinen Yoshis gesagt. Jetzt frag mal unten in der Schlucht nach. Wir sind gut durchgekommen, ja? Hallo, ihr Lieben. Ich würde sonst einmal weitergehen. Ja, same. Zu... Oh, wir haben einen Trompetenladen. Warte, lass uns mal zusammen reingehen. Post. Ja. Trompetenladen. Wo auf den Idee kommt. Das ist... Was soll denn? Schöner Trompetenladen. Ja. Schlucht, die Schlucht ist doch gefüllt mit Yoshis. Was? Da kannst du rüberlaufen. Ja, mittlerweile die alle stimmen. Oh, schön. Denn alles um mich herum stirbt. Oh. Darf ich dir, also, vielleicht wollen sie Freunde werden. Das ist André. Das ist mein Anspitzer. Vielleicht möchte André deinen Hammer kennenlernen. Aber ich würde sagen, mittlerweile hat André einfach Angst vor ihr, auch kaputt zu sein. Ach Gott. Ich komme mir bei sowas immer so richtig alt vor, sagt Herr Farmzirkel. Trompetenladen kennt man halt nicht mehr. Nee. Leute, oh, was sagt ihr da? Ah! Nein, das hat nicht gut geklungen. Genau deswegen mache ich sowas nicht. Oh shit, nein, er hat mit dem Fuß was mitgenommen. Ich hab die nächste Bon geschrottet. Ich glaube, er hat ein bisschen zu oft an der Bon gezogen. Oh Gott. Ist was gerissen? Ich schwöre, mein Kleid hat gerade geknackt. Oh Scheiße. Ich glaube, ich bin fett. Bist du nicht? Nein! Everybody panic! Ich weiß, was geknackt hat. Du bist nicht fett. Das sind diese kleinen bösen Kalorienmonster. Das ist okay. In manchen Sachen darf man einfach nicht niesen. Oder atmen. Oder essen. Oder irgendwas machen. Die sind nur zum Sitzen da. Oh mein Gott. Shit. Nächsten Tag. Herzlichen Glückwunsch zu Weihnachten. Hä? Herzlichen Glückwunsch zu Weihnachten? Hä, wie lost bin ich denn? Hab ich auch noch nicht erlebt. Oh, schön, das hatte ich für ein Gerücht, dass sie fett ist. Ist sie auch gar nicht. Das ist, um Gottes Willen. Ich hoffe, das kam nicht so rüber. Das ist halt, manche Klamotten sind halt einfach, wenn du dich einmal falsch bewegst, ein bisschen vielleicht schlecht verarbeitet und dann machst du einmal Zacks oder sonstiges. Es passiert halt. Das ist ganz normal. Finger. Sie hat aber auch die sind wirklich lang. Okay, ihre lange Finger und dazu meine krummen Wurste. Im Moment. Also, meine sind, ja, die sind lang, dünn und krumm. Kann man, also, ich habe es euch ja schon oft vorgeführt. Jetzt hier, ja, bei dem sieht man das besonders gut. Also die sind lang, dünn und krumm. Das ist, als Olli mir den Ring angesteckt hat, war das auch so ein bisschen wie der heiße Draht. Hätte er den Finger berührt, dann hätte es einen Stromstoß gegeben. Der wäre tödlich geendet. Deswegen, ja, mit lang, dünn, kleinen, krumm, das ist
Finger ist auch so ein Schmerzthema bei mir. Definitiv. Ah, wieder zurück. So, weiter geht's. So, die Reyna rechnet nicht damit, dass ich diesmal schon eine Ecke früher warte. Ich sag's ja. Der kommt von links. Ich hab dir nicht mal Schaden gemacht. Du hast auch nicht getroffen. Du schießt wie ich. Na, dein Plan? Über Traktor springen. Lass mich auch machen. Geil. Ach, wie holt man sich das Spiel? Finde ich gut? Finde ich gut? Du lachst so schön. Ja. Ich habe nur einen geraden Finger und ja, es ist der, den ich mir mal gebrochen hatte. Oh, Herr Bademeister. Schön. Ich bin wieder unterwegs. Hat sie nicht. Ich bin gerade geblockt. Das ist fies. Das ist fies. Purpurprinzessin, mein Göttergatte möchte wissen, wie dein Mikrofon heißt wegen der Augen. Die Augen habe ich extra raufgeklebt. Ich habe mir dafür kleine Klebeaugen geholt. Davon habe ich immer, also vieles bei mir bekommt Klebeaugen, kann ich nur empfehlen, auch Pflanzen. Ja, und jetzt geht's ja los. Gleich klatsch, aua, ich bin tot. Klatsch. Wird mal erst jetzt recht tot? Warum springt er nicht lieber ins Wasser rein? Das ist doch besser, oder? 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 Ja. Aua, bin tot. Schön. Entschuldigung, das ist die gemeine Lache, die durchkommt. Und ich habe vor 2 Jahren aus Spaß schon mal gesagt, dass ich es sehr witzig fände, wenn es Streamertausch gäbe. 2 Streamer, die contenttechnisch nichts miteinander zu tun haben, müssen einen Stream lang, das ist jetzt mal so von mir festgelegt, ne, auf dem Kanal des jeweils anderen streamen und sich natürlich auch der Person, die da eigentlich streamt, anpassen. Wie findet ihr die Idee? Ich suche Tauschpartner. Ich suche Tauschpartner. Ich bin bereit. So, wer mit mir tauscht, hier Angebot. Ganz kurz, Vorstellung. Hi, bin Ifreides, Üfreides, je nachdem, wie ihr mich aussprechen wollt. Ich tausche gerne mit euch. Wer meine Rolle einnimmt, darf entweder zeichnen oder sich höllisch erschrecken. Eins von beiden. Und muss mindestens 1 Stunde mit der Community quatschen, wird dafür halt auch nicht als Schnatterinchen bezeichnet. Von daher, ich suche Tauschpartner. Ich mach mit, hab Bock drauf. Mal gucken. Wenn ich irgendwo bei Fortnite ende, wird's spaßig. Für die anderen. Ich bin bereit. Aber ich mit doch. Mal gucken, ob sich jemand meldet. Einfach anschreiben, am besten über Discord. Oh, wir zurück hier. Das klingt interessant. Okay. Findest du wirklich, dass das interessant klingt, Rosbert? Nee. Ich finde das super und jetzt ziehen die so über einen her. Unfassbar. Frische. Das ist viel Knoblauch, Brody. Au. Das ist sehr viel Knoblauch. Ich möchte jetzt nicht zurückspulen und ganz genau gucken, wo er hingehauen hat. Wir nehmen das einfach so hin, okay? Dankeschön für den Follow. Vielen lieben Dank. Diese lange Leiter runter gleich. Und dann müssen wir nicht runtergehen zum Richtung Capra, sondern wir können oben wieder die Tür aufmachen. Warte mal, da sind wir genau da, wo wir gerade sind. Er hat sich verlaufen, Dark Souls. Okay. Da sind wir da, wo wir gerade sind. Hey, manchmal denke ich auch, ey, wie habe ich überhaupt Abitur geschafft oder so? So. Oh, schön. Dankeschön für die ganzen Follows, die gerade reinkommen. Vielen lieben Dank, ihr Lieben. Noch eine Runde, dann noch eine Raucherpause. Und dann können wir ja vielleicht mal gegen richtige Menschen spielen. Ja. Nö. Schutzwand. Aha. Fuck. Okay, verstehe. Alles klar. Aha. Nein, das sind Lamas, Gato. Auf diesem Kanal gibt es nur Lamas. Einen Wunder. Igitt, ich habe mir gerade Scheiße über die Hände geschüttet. Yeah. Was hat sie? Pfiffilein, danke schön. Helli, hallo und einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch, Ivrald Love. Pfiffilein, vielen lieben Dank für 19 Monate. Und wieso hat sie Pupu auf ihrer Hand? Ich muss mal ganz kurz die Cola wegmachen. Bin sofort wieder da. Also, ich habe die schon mal anders bezeichnet. Okay.
So. Perfekt. Jetzt sieht man den Chat mit dem Bild. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was? Man hat die Nachricht gesehen, die ich dir geschrieben habe. Ach, schwierig. Ich möchte jetzt nicht wissen, welche Fotos sie sich dort hin und her geschickt haben. Ich nehme es einfach mal so hin. Also! Ja. Ich muss mal wieder PUBG spielen. Ich habe langsam echt wieder Bock drauf. Ach, Freunde, es ist doch schön immer, ne? Oder? So eine kleine Portion Lustigkeit am frühen Samstagabend. heute ist Donnerstag, ne? Okay. So, ja, schon ziemlich durch den Wind. Schön. Du spielst PUBG. Ich habe früher, Moment jetzt, bevor ich was Falsches erzähle, ich gehe mal ganz kurz in das Chatting. Ich habe früher relativ viel PUBG gespielt. Ich guck mal kurz nach, wie viele Stunden. Waren, glaube, 100? 200? Ein paar Stunden. Nicht allzu viel. Ich guck nach. Interessiert mich gerade selbst. In einem Moment, bitte haben Sie einen Moment Geduld. Steam wird geladen. So, ich schaue. Mm, 172,5 Stunden. Heißt aber nicht, dass ich gut bin. Ganz im Gegenteil. Ich habe, wenn ich Chicken Dinner geholt habe, dann immer, weil ich gut im Verstecken war. Und wenn ich getroffen habe, dann durch Zufall mein Squad. Das war einmal total begeistert. Oh mein Gott, sie hat getroffen. So auf die Art und Weise. Wenn ich als Einzige überlebt habe, weil ich mich gut versteckt habe, dann war immer mit Fiebern sozusagen. Das Ding ist, ihr kennt mich, ich bin total schreckhaft. Das heißt, wenn irgendwas passiert, wenn irgendjemand, das ist, ich mache da fast Pipi in meine Hose vor Angst. Aber es macht Spaß. Es macht wirklich Spaß, wenn du einen richtigen Squad hast. Also wenn du halt mit Freunden das spielen kannst, wo es keiner halt zu ernst nimmt, dann bin ich immer gerne dabei. Von daher, mit wem war das damals? Nee, mit Alex, Olli und mit Micha. Das ist ein normaler Hachi und jetzt mit Augen offen. Oh, yeah. You see? Ibrald, oh Gott, jetzt kommt das ohne Ende. Ibrald, liebe. Ich mach nicht zu, you see? Das ist nicht gesund. Damals muss man die Augen zumachen. Zum Glück sind die nicht rausgeploppt. Jules, danke schön für deinen vierten Monat. Oh mein Gott. Wie macht sie das? Oh Mann, ey. Oh, guck mal, eine Münze, Schlotzi. Wie eine Münze! Ich möchte das auch spielen. Warum klappt dieses Ding runter? Gut, dass wir das jetzt herausgefunden haben. Ich wusste nicht, dass das runterklappt. Wusstet ihr das? Wahrscheinlich schon. Weil ihr einfach... Ah! Ah! Das Ding klappt runter. War da nicht irgendwas? Socken gehen mir zu weit. Okay, kein Problem. Socken brauche ich auch sowieso. Das war geplant und voller Absicht. Ich hoffe, es war nur Wasser. Das sieht jedenfalls so aus. Blasen und Sackbewegung. Das lerne ich. Und das läuft schon viel, viel besser. Ja. Er redet von seinem Dudelsack. Nicht das, was ihr gerade denkt, ihr kleinen Schweinchen. Feuerwerk. Geh schon mal vor. Nein, ich wollte damit doch mein Motorrad voll tanken. Du kannst jetzt mit Luft und Liebe voll tanken. Ich dachte gerade, da unten ist ein Creeper, Alter. Heilige, verfickte Dreck. In Minecraft ist der Reaper. Oh Mann, du alles furchtbar, meines war schön. Wie schön, wie schön, wie schön. Alter, heilige, verfickte Dreck. In Minecraft ist der Reaper und auch echt böse. Das Geräusch war schön. Es geht halt einfach sehr präzise. Man sieht genau, wo man hinschneidet. Ich mache das gerade sehr vorsichtig. Schneidet sie gerade ihr Brötchen? Hört ihr das? Wie gut das durchgeht? Und jetzt geht ihr einmal noch, das ist wichtig, in die Mitte und schneidet noch einmal.
Schaut mal, wie gut diese Linie ist. Wie gut es aufgeschnitten ist. Du hast die Kontrolle über dein Leben verloren. Nein, das macht man nicht. Wow. Ich brauche nur jemanden, den ich herausfordern kann. Kitten halt. Lost Kitten? Unser Lost Kitten, genau. Nein, ich spreche doch keinen. Miss Kitty. Nee, ich bin... Traut sich Paul nicht gegen mich zu boxen, oder was? Ich bin bereit, ich bin bereit. Ich gehe in den Ring. Ist es jetzt lauter geworden oder bin ich blind? Schön, schön. Man schneidet sein Brötchen nicht mit einem Beil. Mit einem Beil geht schneller. Ja, mit einem Beil. Definitiv. Oder mit einer Axt einfach mal draufhauen. Bin ich voll dafür. Kann er auch bei Milchbaum nachfragen. Die hat es letztens auch so gemacht. Gefühlt. Fast alle Babys riechen gleich. Die haben einen sehr spezifischen Geruch. Und dann irgendwann, wenn die so ihren ersten eigenen Geruch entwickeln und du dann an den Füßchen, ich kenne das halt von meinem Bruder, an den Füßchen riechst, so riecht das bei Katzen. Ich kann das nicht anders erklären. Aber ich glaube, wer halt noch nie ein Baby hatte, ich hatte auch noch kein Baby, aber mein kleiner Bruder war halt ein Baby, der kann das, glaube ich, nicht so ganz nachvollziehen, was ich meine. Es klingt total weird, aber es ist halt so ein Käsegeruch, aber so ein familiärer Käsegeruch. Ob der Wirt mal an seinen Katzen riechen kann? Ich habe gestreamt mit dem Selfie-Stick und dem Handy und ich hatte einen Rock an dabei. Und mir ist beim Streamen, ist mir dann der Selfie-Stick aus der Hand gefallen, das Handy ist auf dem Boden gelandet und zwar so, dass es direkt unter mir landet und irgendwie tausende Leute meine Unterhose gesehen haben. Und dann bin ich aufgewacht, das war mein Albtraum. Und dem das ist schon scheiße. Oh Gott, stell mir vor, was passiert hier? Oh mein Gott! Das geht schief. Kann nichts werden. Das funktioniert? Das hat funktioniert. Respekt. Bei mir wäre das irgendwie so quer im Beet überall hingeschossen, also wirklich. Setzt euch hin oder legt euch hin, ansonsten fallt ihr vielleicht um, weil es wird jetzt sehr cool. Ja! Was? Quatsch. Ich habe auf meinem Kabel gestanden. Ah, okay, das ist quasi wie ein Slurp. Ah, okay. Mhm. Die lame Seite bekommt tatsächlich auch richtig Lust auf das Game. Ja, dann come on. Lad den mal auf Fortnite runter. Ah! Was war das? Die Katze ist süß. Oh Gottchen. Nein, einfach nur nein. Nein, nein. Das überspringe ich aus Prinzip. Ich finde, das ist, ich finde das nicht richtig. Ich finde das nicht richtig. Das ist so eine kleine Grenze bei mir. Finde ich nicht richtig. Auch wenn Jagger das macht, vielleicht lustig, keine Ahnung. Ich überspring's. Suki, genau dasselbe für dich. Pfoten weg. Entschuldigung, ich wollte hier nur reacten. I'm sorry. Anständig. Was? Ich hab keinen Stack bekommen. Ich will meinen Stack. Naja, weil, du warst nicht hinter dem Hahn. Diese Felgen. Er hat uns gerade geschlagen. Ja. Tja, Felgen, ne? Er wird einfach nicht geschlagen. Willst du mich verarschen, du Pissflitze? Ich mach das jetzt ein bisschen Pi mal Auge jetzt hier. Pi mal Auge. Das waren doch die, die beim letzten Mal im Harry Potter Kostüm gepackt haben, oder? Ich glaube schon. Ja, ja. Ich ficke. Sorry. Abonniert Clips. Luna! Clips. Germany. Twitch. Clips. Die. Abonniert! Okay? Abonniert einfach. Ich würde jetzt fragen, wurde sie gezwungen, aber ich kann es nicht ganz erkennen. Wie schön. Abonniert, Ah, schön.
Dankeschön! Twitch Clips Germany, vielen, vielen, vielen lieben Dank. Die Folge war cool und ich glaube, die war nicht ganz alphabetisch. Zu Anfang schon, aber dann nicht mehr. Fand ich cool, war was anderes, weil sonst wusste man immer, okay, jetzt kommt ungefähr der. Deswegen fand ich eine sehr, sehr, sehr schöne Abwechslung. Dankeschön dafür. Lasst ein Däumchen hoch da. Schaut euch die Folge nochmal fünfmal Minimum an. Unterstützt den lieben Kerl, auch mittlerweile auf Patreon, falls ihr darauf Bock habt. Und sonst Daumen da lassen, auf jeden Fall anschauen. Danke.